Futter, Futter, Futter. Ich suche was zum Futtern. Ich habe Hunger. Oh, wo gibt's hier Schokolade? Oh, da schaut mir ja jemand zu. Hallo Kinder. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Komu, der Waschbär. Bin schlau, flink und immer auf der Suche nach gutem Futter. Außerdem bin ich Detektiv von Beruf und immer auf der Suche nach neuen Geheimnissen, die ich aufklären kann. Habe zum Beispiel herausgefunden, dass es hier gleich nebenan eine Schule gibt und die Kinder ihren Müll in diese Mülltonne hier werfen. Und wo es Kinder gibt, gibt's auch Leckereien. Und da fällt manchmal was im Müll für mich ab. Deshalb gehe ich jeden Tag hierher. Schlau, nicht wahr? Ah, ich schau mal bei diesem Stein da drüben. Da liegt oft was rum. Komisch. Heute liegt plötzlich ein zweiter Stein daneben. Huch, wer bist denn du? Wer ich bin? Ich bin Nion, die Schildkröte. Und wer bist du? Ich bin Komu, der Waschbär. Und was machst du hier? Ich finde das hier ein sehr gemütliches Plätzchen und halte meinen Mittagsschlaf. Und warum genau hier? Naja, ich schwimme sehr gerne. Und manchmal schwimme ich hier einfach im Kanal unter dem Schulhof herum. Da plansche ich und spritze und nebenbei höre ich die Stimmen der Kinder durch den Kanalteckel hindurch. Und ich mag Kinder sehr gerne. Ah, ich glaube, uns schauen auch gerade welche zu. Oh, hallo Kinder. Und was quatschen denn die Kinder so, wenn sie im Schulhof spielen? Dies und das. Sie erzählen, was sie so erleben. Und was erleben sie gerade? Heute haben sie über eine Erstkommunion gesprochen. Ich weiß überhaupt nicht, was eine Erstkommunion sein soll. Erstkommunion? Noch nie gehört. Aber kein Problem für Komu Waschbär, der Detektiv. Das werde ich herausfinden. Erzähl mal, was haben Sie noch dazu gesagt? Tja, Sie haben davon gesprochen, dass Sie in die Kirche gehen. Und Sie haben etwas von einem Pfarrer gesagt. Pfarrer? Das klingt gut. Ich kenne einen. Sein Name ist Schantl, Stefan Schantl. Der kennt sich bestimmt damit aus. Ich schreibe ihm gleich meine Frage. Lieber Komu und liebe Nion, das ist aber sehr schön, dass ihr meine Frage stellt. Ich liebe es, wenn jemand mehr wissen will und nach einer Antwort sucht. Ihr fragt also, was ist das überhaupt, die Erstkommunion? Kurz gesagt, ist die Erstkommunion das Fest, an dem wir das erste Mal Jesus im Leib Christi empfangen. Aber wie geht das und warum? Also, Gott liebt uns so sehr, dass er vom Himmel zu uns gekommen ist. Wie war das? Also, Jesus Christus ist als kleines Baby geboren worden, in Bethlehem, im Stall. Das feiern wir zu Weihnachten. Weihnachten ist also das Geburtstagsfest von Jesus Christus. Als Jesus Christus dann ein erwachsener Mann war, hat er ganz viel von Gott erzählt. Und er hat selbst ganz besondere Wunder gemacht. Schöne Dinge, die nur Gott kann. Damit hat er gezeigt, dass er Gott ist. Er ist also Mensch und Gott. Am Tag vor seinem Tod hat er dann uns allen ein besonderes Geschenk gemacht.
Er hat versprochen, dass er jeden Tag zu uns vom Himmel auf die Erde kommen will. Er hat versprochen, dass er jeden Tag bei uns sein will. Dazu hat er seinen engsten Freunden Brot gegeben und hat gesagt, das ist mein Leib. Und er hat ihnen diese Aufgabe gegeben, feiert das immer wieder. Und das feiern wir in der Kirche. Wir sagen dazu Heilige Messe. In der Kirche spricht auch heute noch Jesus durch einen Priester, wie ich es bin, diese Worte, das ist mein Leib. Darum sagen wir zu dem Brot in der Kirche Leib Christi, denn Jesus Christus hat sich vom Himmel her dann mit diesem Brot verbunden. Wenn wir dann den Leib Christi empfangen, dann nennen wir das Kommunion. Wir können die Kommunion immer wieder empfangen, wenn wir in die Kirche gehen. Wenn wir das erste Mal die heilige Kommunion empfangen, dann nennen wir das Erstkommunion. Und wir feiern es mit einem ganz besonderen Fest, weil es so schön ist. Das ist also die Erstkommunion. Interessant, interessant. Du sagst es, Mion, wieder was Neues gelernt. Aber eine Frage habe ich dann noch. Wie oft darf man zur Kommunion gehen? Ach, Mion, du hast wohl Bohnen in den Ohren. Putz dir mal die Ohren aus. Das hat Pfarrer Stefan ja im Video gesagt. Aber gut, dass du nachfragst. Das ist nämlich die heutige Schlaumeier-Frage, liebe Kinder. Schreibt diese Frage ganz unten auf die Seite 1 in eurem Heft. Die Schlaumeier-Frage lautet, wie oft darf man zur Kommunion gehen? Und die Antwort darauf schreibt ihr gleich drunter. Und wenn ihr es nicht wisst, schaut euch einfach nochmal das Video an und hört genau zu. Pfarrer Stefan erklärt es. Ich bin mir sicher, dass unter euch viele Schlaumeier sind und ihr die Antwort darauf herausfindet. Also dann, das war's von uns für heute und ich hoffe sehr, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Goodbye, liebe Kinder.